So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Kristall Edition Nuzlocke Challenge. Im letzten Part, da haben wir die letzten zwei Top 4 Mitglieder besiegt und nun, in diesem Part werden wir gegen Champ Siegfried kämpfen und ich hoffe ernsthaft, dass wir gewinnen und während ich gegen den kämpfe, möchte ich auch einige Ankündigungen machen, aber am besten ist es, ich gehe jetzt erstmal zu dem und kämpfe gegen den guten Mann, ne? Genau. So, was geht nach vorne? Ich würde sagen, Rin geht jetzt einfach mal nach vorne. Rin, Tausch, genau. Mit Silver und dann auf in neue Welten. Genau. Okay, ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir das schaffen, aber naja. Mal schauen, wie es jetzt wird. Puh, let's go! Ich habe dich erwartet, Christa. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste Trainer aller Zeiten. Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Okay, wir kämpfen gegen Batman. Ich bin Batman. Und ja, wir kämpfen gegen Champ Siegfried und der besitzt 6 Pokémon. Das erste Pokémon davon ist ein Gyarados auf Level 44 vom Typ Wasserdrache. Wasserflug. Und da schicken wir jetzt einfach mal Rin rein und der setzt, ja, ich würde sagen, einfach mal stärker ein. Genau. So, das haben wir ja jetzt, ne? Okay, Regentanz. Oh nein, da kommt alles in mein Auge, ey. Okay, es regnet immer noch. Ja, gut, ich wollte ja ein paar Ankündigungen machen, kann ich ja jetzt machen. Ich habe mir vorgenommen, dieses Projekt jetzt nach diesem Part zu beenden, ganz egal, ob ich verliere oder gewinne. Ne, warte, wenn ich verliere, ist das Projekt ja jetzt hier nach diesem Part nach diesem Part fertig. Stummkopf. Ja, auf jeden Fall wird das Projekt nach diesem Part beendet, weil ich habe gemerkt, dass mir Kristall seit einiger Zeit nicht mehr so viel Laune macht und ich dachte mir, weißt du was, hör am besten auf, wenn es am besten ist und genau das werde ich jetzt auch tun und ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht so schlimm. Klar, es wird noch ein anderes Projekt kommen, was es sein wird, also anderes Pokémon-Projekt, was es sein wird, das weiß ich noch nicht, muss ich mir noch überlegen, aber heute ist halt sowieso mein krasser, kranker Aufnahmetag, deswegen, ich werde mir gleich was raussuchen, vorher werde ich noch ein bisschen Phoenix Wright Let's Playen, ich weiß nicht, ob ich das schon hochgeladen habe, ob ich das überhaupt sagen darf, egal, sowieso in meinem Banner, von daher, Yolonese. ja, auf jeden Fall werde ich jetzt gucken, wie das weitergeht und ne, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ja, einfach mal gucken, wie wir das machen, ne? Gut, Aerodactyl vom Typ Fluggestein, ein Pokémon aus der, lass mal kurz überlegen, aus der Dings-Gen, aus der ersten Gen, ein ziemlich, ziemlich starkes Pokémon, wie ich finde. Und ich werde es jetzt einfach mal mit einer Wurfschlagattacke versuchen. Das ist normale Wirkung. Ich hoffe einfach nur, dass es verwirrt, denn Jetzt Hypertrank. Komm schon. Boah, Wurfschlag ist so eine geile Attacke, ne? Hypertrank, ne? Genau, das war's. Aufrennen. Boah, dieser Kampf ist aber spannend. Das wird der letzte Kampf sein. Gegen Trainer Rot werde ich nicht kämpfen, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass ich, wenn ich jetzt weitermache, das ist Let's Play. Ach, scheiße. Fuck. Dass ich das Let's Play dann irgendwie abbreche und nee, das ist nicht so meins. Deswegen, am besten beende ich es, wo es am besten war, und zwar hier und damit hätten wir das auch so, ne? Fertig. Komm bitte, komm bitte. Yes, Aerodactyl wurde besiegt und gut, der hat noch 4 Pokémon. 3 davon sind, glaube ich, Dragorans und 1 ist ein Glurak, wenn ich mich nicht irre. Okay, Glurak. Pokémon wechseln, ja klar. Silver? Nein, Silver wird nichts bringen. Obwohl. Ja doch, wir schicken Silver rein. Feuer gegen Feuer. Feuer bekämpft man am besten mit Feuer. Glurak! Oh, Glurak ist cool. Ja doch. So, Silver. So. Ich werde gleich am Ende, also wo die Credits laufen, wahrscheinlich noch
ein paar Worte verlieren zu dem Spiel, dann noch ein paar Ankündigungen machen, also weiterführende, und euch ein paar gute Nachrichten überbringen. Und ja, ich würde sagen, erstmal auf den Kampf konzentrieren, Matt. Denn wenn du diesen Kampf verlierst, dann hast du zum ersten Mal eine Challenge verloren und das geht gar nicht klar. Okay, setz Hyperstrahl ein. Das ist ganz egal, das müsste nicht viel abziehen. Hyperstrahl ist eine Dingsattacke. Ja, perfekt. Ja, ich würde sagen, Beute. Hypertrank auf SK. Silver, sorry, nix SK. Das Ding setzt noch einmal Hyperstrahl ein. Okay, Silver. Flammrad, komm. Okay, es zieht jetzt nicht sonderlich viel ab. Schlitzer trifft nicht. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ruckzuckhieb, komm. Es hat zwar keinen Step, aber... Okay, es zieht eigentlich fast genauso viel ab wie Flammenrad. Ich glaube, ich tendiere dann doch eher zu Flammenrad. Erdbeben kann ich ja leider nicht einsetzen, weil das Ding ein Flug-Feuer-Pokémon ist. Komm schon. Scheiße. Egal, die Attacke gegen daneben. Silver setzt Ruckzuckibein. Okay, Hyperstrahl geht wieder daneben. Perfekt. Noch einmal Ruckzuckib. Ja, komm. Das tat weh. Das tat weh. Egal, ich kann jetzt einmal Dings heilen und dann... wenn ich das Ding auch besiegen. Boah, ey, das wird so geil. Dieser Kampf ist so episch. Der wird gleich noch viel, viel geiler. Weil gleich kommen, glaube ich, 3 Dragorans und da muss ich mich warm anziehen. Flammrad, Rauchwolke, Erdbeben. Ich tendiere zu Flammrad. Komm. Und? Komm schon. Scheiße. Was ist der Attack mit daneben? Yes. Und jetzt beenden wir es mit Ruckzuckhieb. So, Ruckzuckhieb! Woo! So, Glurak ist auch besiegt. Silver bekommt ein bisschen Erfahrungspunkte, Rin bekommt auch noch ein bisschen und als nächstes kommt Dragoran. Okay. Rin, ich habe vollstes Vertrauen in dich, deswegen bitte enttäusche mich nicht. Du bist mit Abstand mein stärkstes Pokémon von diesen ganzen Pokémon und das schaffst du. Ich glaube an dich. Immerhin glänzt du. Bright like a diamond. Okay, Rin, Eissieb. Ist sehr effektiv. Das hat vierfach Schwäche. Es zieht die Hälfte ab. Genau die Hälfte. Yes! Woo! Es ist gefroren. Es ist tief gefroren. Das ist ein Fischstäbchen. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Dragoran Nummer 1 ist besiegt. Geil! Okay, was ist das nächste? Dragoran, ja, ist klar, aber nur welches? Also mit was für Attacken kommen, ich weiß es gerade nicht. Egal. Rin. Icy, noch einmal. Komm schon. Komm schon. Okay, es zieht wieder die Hälfte ab. Scheiße, Donnerwelle hat gewirkt. Fuck! Ach du Scheiße. Icy, komm. Hyperstrahl müsste nicht viel abziehen, das ist gut. Ich kann währenddessen Paraheiler einsetzen. Obwohl, okay, das zieht doch viel ab. Egal, Icy Putt funktioniert. Und. Yes, das Ding ist auch besiegt. Gut, es tut mir jetzt wirklich leid für meine Teammitglieder, aber die müssen jetzt wirklich dran glauben. Leider. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Heidi! Ich muss leider Adieu zu dir sagen. Weil wenn man nichts opfert, dann kann man auch nichts gewinnen. Heidi, ab in den Kampf mit dir. Du bist meine Wall. Woo! Heidi, Heidi. Okay, Beute. Hypertrank. Einsetzen. Auf Heidi. Nein, nichts auf Heidi. Auf Rin. Komm schon. Warte, das zieht viel ab, ne? Das zieht... Uff. Uff. Okay, ich brauche noch eine Wall. Denn mein Rin ist noch paralysiert.
Ey, es tut mir furchtbar leid, aber es muss sein. Beute. Ich meine, ist das der letzte Part, von daher ist das ja nicht so schlimm. Hypeiler. Dann am Ende habe ich nur noch drei meiner Pokémon. Ruckzuckieb habe ich sowohl bei Tauboss als auch bei Silver. Heißt also, wenn ich Glück habe, wenn ich wirklich extrem Glück habe, dann kann ich es schaffen und dann habe ich, dann bin ich Chef und dann ist das Let's Play auch vorbei. Okay, Aprikoko brauche ich nicht. Ich brauche jetzt ein Hypeiler. Aber wo finde ich hier? Aufrennen. Das Gute ist, das Ding ist gleich verwirrt und dadurch haben wir eine extreme Chance, das Ding richtig fertig zu machen. Und ja, daher tut mir leid. Du hast gut gekämpft. Okay, du hast noch gar nicht gekämpft, aber egal. Rin, du gehst rein. Ich gebe bei diesem Kampf alles, ne Leute, ey, ohne Scheiß. Rin, Icy, komm. Wir haben Glück, dass unser Pokémon viel, viel schneller ist. Sehr effektiv. Ist verwirrt, perfekt, komm! Komm, verwirr dich! Nein! Nicht Bodyguard! Icy, komm. Jetzt zerstör dich bei deiner Scheißverwirrung selber. Komm schon! Scheiße, setz du deinen Fall ein. Komm schon, Rin, was schaffst du? Beenden wir es. Rin! Eissieb! Ich hab gewonnen! Woo! Geil! Wir sind Champ! Wir sind Champ! Wir sind Champ! Geil, ey! Geil! Ja, meine Freunde, das war's mit dem Let's Play von Pokémon Crystal Edition Nuzlocke Challenge und ich hoffe wirklich, dass das Let's Play euch gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt das doch unten in die Kommentare. Ich werde jetzt in den nächsten Minuten einige Ankündigungen machen, einige gute Neuigkeiten überbringen und auch ein bisschen über das Let's Play reden, wie ich es persönlich fand und ja, erstmal lesen wir mal vor, was der Typ hier zu sagen hat. Boah, du bist sehr stark geworden, Crystal. Ich war ja auch McQuid, ne? Deine Pokémon haben deine starke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. Oh, Sesam, öffne dich! Oh nein, alles ist vorbei! Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst! Oh, ich bin ein alter Mann, ich kann auch nichts dafür! Ah, Crystal, es ist schon lange her. Du siehst erhabener aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch! Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinen Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen. Glückwunsch, Christa. Ein Interview mit dem neuen Champ, bitte. Ich schwöre, Papa, Papa, Paparazzi. Oh Mann, Leute, ich bin so froh, dass wir gewonnen haben, weil ich hatte ernsthaft Schiss. Siegfried ist ja nicht so ganz ohne, ne, wenn ich das so sagen darf. Und, ich war schon lange nicht mehr hier. Ja, ich muss mich jetzt irgendwie ein bisschen besser hinsetzen. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeiten gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. Eines Trainers, der Leidenschaft und Vertrauen in seine Pokémon hat. Ein Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Der neue Liga-Champ, laber bitte nicht mehr so viel, ich will noch was sagen. Naja, hier, du mich auch, so. Bams! So, Leute, wie gesagt, das war jetzt das Let's Play von Pokémon Crystal. Das Let's Play, ich muss zugeben, an einigen Stellen hat es mir jetzt nicht wirklich viel Spaß gemacht. Das war vor allem an solchen Stellen, wo einfach nichts passiert ist und ich irgendwie leveln musste und was weiß ich, machen musste. Und deswegen, Leute, das Let's Play an sich war doch recht recht cooles Let's Play. Jedoch finde ich, ich sollte jetzt lieber aufhören, weil ich habe ernsthaft keine Lust, das in Kanto irgendwie dann abzubrechen, also wenn es weitergeht, weil die Story ist ja lang noch nicht zu Ende, ne? Und deswegen ist das Let's Play hier auch fertig. Ich bedanke mich natürlich, wie immer, dass ihr das Let's Play angeschaut habt und bleibt am besten dran, weil gleich, wie gesagt, kommen noch ein paar Ankündigungen. So, Pokémon Crystal Edition. Ja.
So, also, nach Pokémon Kristall habe ich mir gedacht, werde ich ein anderes Pokémon Let's Play starten. Wahrscheinlich eine Wetlock Challenge oder einen 100% Run oder eine Nuzlocke, auf gar keinen Fall ein normales Let's Play. Weil ich finde, das geht halt wirklich nur bei normalen, also bei neuen Spielen, was heißt normalen Spielen, bei neuen Spielen und deswegen... Ja, werde ich irgendeine Challenge wahrscheinlich machen. Ob jetzt ein Pokémon-Projekt direkt nach Kristall kommen wird, ich weiß es nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall habe ich mir auch vorgenommen, so andere Spiele so ein bisschen anzutesten. Also sowas wie MMORPGs. Werde ich machen. Also falls ihr irgendwie Lust dazu habt, dann ab in die Comments damit. Würde mich definitiv freuen, das mal von euch zu hören und zu gucken, wie ihr sowas findet. Und ja, also da gibt es ja so ein paar Anime-MMOs. Und die würde ich dann halt ein bisschen anzocken, beziehungsweise sogar Let's Playen. Das vielleicht sogar staffelweise, wie Digimon Masters Online zu machen. Und viele haben mich ja gefragt, ob ich Digimon Masters Online weiterführen könnte. Das Problem dabei ist, ich habe damals wirklich extrem viel Geld für dieses Spiel ausgegeben. Und ich habe ernsthaft keine Lust, wieder dieses Pay-to-Win-Dings zu machen. Und deswegen dachte ich mir, nee... Du hast ein bisschen Schiss davor und deswegen lass es lieber ganz und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Vielleicht, wenn ich das irgendwann noch mache, ich habe ja meinen alten Account noch mit Imperial Dramon Fighter Mode. Oh ja, und ich glaube, ich hatte sogar dieses Paladin-Schwert, ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall muss ich gucken, wie das mit diesem Let's Play aussieht, weil wirklich viele haben ja gefragt, oh Matt, kannst du das bitte machen, kannst du bitte machen? Und ja, mal gucken, ne? Mal gucken. So, wie gesagt, ich habe ja, glaube ich, gerade eben gesagt, dass ich gleich noch Phoenix Wright aufnehme. Ich bin mir nicht sicher. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Und das ist eigentlich der perfekte Dings, um das hier zu beenden. Ende. Ich glaube, ich mache mal Musik ein. Ein. An. Nichts ein. Damit das alles nicht so eintönig auf mich wirkt. Nur was mache ich jetzt an? Ich darf jetzt nichts hier Copyright-geschütztes anmachen. Sonst bin ich am Arsch. Sonst bist du am Arsch, Matt. Sonst bist du am Arsch. Wartet. Ja, ich weiß ja. Hashtag professionell, ne? Okay, wo ist das? Ich brauche irgendeinen Soundtrack. Irgendwas Geiles. Da habe ich doch was gesehen. Da habe ich doch was gesehen. Da habe ich gesehen. Nee, das ist mir zu krank. Okay, es ist jetzt nicht schön, mit eurer Geduld zu spielen. So, das ist gut, genau. Also, ja, zu den guten Neuigkeiten, zu denen ich gerade eben noch wollte. Und zwar habe ich mir eine Capture Card geholt, bin gerade dabei, eine zu holen. Das Geld ist jetzt schon fast vollständig da, also ich werde es in 1-2 Monaten haben, wahrscheinlich eher in 2 Monaten. Und ihr könnt euch definitiv auf 2 geile Nintendo 3DS-Projekte dieses Jahr freuen. Ich habe da so ein Projekt, das ich eher geheim halten will. Dazu gab es mal ein Let's Play von mir. Und, also es war halt von derselben, wie soll ich sagen, von derselben Marke, ja. Und freut euch definitiv auf das Spiel. Ich habe mega Bock, das Spiel zu Let's Playen, weil ich habe ja eh einen Teil schon... Ach, scheiß drauf, ich sag's euch einfach. Und zwar wird es Yu-Gi-Oh! 6L sein. Das wird ja bald für den 3DS rauskommen. Und genau das werde ich auch hier Let's Playen. Und ich hoffe ernsthaft, dass euch das Spiel gefallen wird, denn bisher wurde ja noch nicht so viel bekannt gegeben, soweit ich weiß. Ich habe die News auch einfach so aufgeschnappt. Und dass es in Europa rauskommt, habe ich auch einfach so aufgeschnappt. Und Leute, das Let's Play wird definitiv geil. Und dann kommt noch Pokémon Omega Ruby und Alpha Sapphire. Und das werden auch noch mega geile Projekte. Dazu werde ich noch wahrscheinlich einige Mario-Teile Let's Playen. Wahrscheinlich Super Mario 3D Land. Werde ich mal probieren, wie es ist, mit diesem Spiel so ein bisschen zu spielen. Ja, mit diesem Spiel so ein bisschen zu spielen. Dieses Spiel ein bisschen zu Let's Playen. Mal gucken und ja, zu den PSP-Projekten. Zurzeit läuft ja nur Sword Art Online. Und ich habe mir gedacht, wenn du bei Sword Art Online nicht mehr weiterkommst, dann ist es auch mit dem Projekt aus, weil ich sehe da einfach keinen Sinn, die ganze Zeit wie ein Bekloppter umherzurennen. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt 2 Parts neu hochgeladen. Und beim 10. Part ist das halt so, dass ich wirklich 10 Minuten irgendwie da stand und keinen Schimmer hatte, was ich machen muss. Und deswegen dachte ich mir, überlegt,
ich habe jetzt ein Walkthrough dazu angeguckt und irgendwie nicht ganz verstanden, was der Typ gemacht hat. Und deswegen, ich überlege, vielleicht werde ich das irgendwann mal weiterführen, aber es wird nicht mehr als wirkliches Projekt bei mir angesehen. Das wollte ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal sagen. Es wird ein anderes Projekt anstatt Sword Art Online kommen. Was es sein wird, muss ich noch überlegen. Und ja, zu den Anime-News und meinen Anime-Reviews. Da werden natürlich Sachen kommen. Ich versuche da jetzt in nächster Zeit so eine gewisse Regelmäßigkeit zu machen. Und das Problem dabei ist halt nur, dass die News, die halt für mich in meinen Augen interessant sind und auch für euch eventuell interessant sind, davon gibt's halt zurzeit ziemlich wenige. Und ja, deswegen mal gucken, wie ich das jetzt weiterhin damit mache. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann ab in die Kommentare damit. Was haltet ihr von den Projekten? Habt mir ja, glaube ich, im wie vielten Part war das? Ich glaube, 23. Part von Kristall auch einige Projektvorschläge genannt. Unter anderem war der ja auch Kingdom Hearts. Und dazu möchte ich jetzt auch kurz ein Wort verlieren. Ich hatte eigentlich mal vor, ein Let's Play dazu zu machen. Vielleicht werde ich sogar den Reihe-S-Teil Let's Play mal überlegen. Auf jeden Fall, das Problem dabei ist halt, dass Disney pingelig mit der Musik ist. Heißt also, dass die Let's Plays davon eventuell gesperrt werden können und ich dadurch einen Strike kriegen könnte. Und deswegen, ich möchte das in der Hinsicht jetzt nicht wirklich versuchen und ich werde mich einfach mal noch so ein bisschen in dem Gebiet so ein bisschen erkunden und gucken, ob das wirklich so krass ist. Und ja, das war's jetzt eigentlich auch. Flash Games etc. pp. Werden auch noch kommen. Ein Let's Play Together ist zurzeit am Laufen. Bin mit einem Kumpel das Ganze am Aufnehmen. Wer das sein wird, wisst ihr wahrscheinlich, aber ich sag's euch trotzdem nicht. Und ja, Leute, vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal beim nächsten LP. Falls euch das Projekt gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach hoch und nach oben. Hoch. Meine Güte. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Euer Matt. Ciao.